Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Bulgarien, bulgarische Rotweine ist das Thema. Gestern hatten wir ein Cabernet Sauvignon von Telisch und heute haben wir einen anderen Wein von Telisch, auch aus der Region Pleven, ein Cuvée. Cuvée bestehend aus Merlot, 70% Merlot und 30% Mavut. Na, was ist denn das, werdet ihr fragen? Was ist Mavut? Nun, Mavrut ist eine der bekanntesten bulgarischen Rotweinsorten und wird eigentlich überall im Jahr im Land angebaut, auf insgesamt 2000 Hektar in Bulgarien. Es gibt auch ein paar Abkömmlinge in Griechenland und Albanien, aber das Hauptanbaugebiet und auch der Ursprung ist Bulgarien. Und Mavrut ist eine ganz spezifische Sorte, sie ist sehr spätreifend, hat sehr kleinbeerige Trauben. Hat einen sehr hohen Tanningehalt und wird eigentlich relativ selten als reinsortiger Wein ausgebaut. Ist meist ein Partner und passt eigentlich ganz gut zu anderen Rotweinsorten. Und deshalb würde ich gerne euch diesen Wein mal vorstellen. Merlot und Mavrut von Telisch aus dem Jahr 2009. Auch wieder ein schönes durchdesigntes Etikett. Und den wollen wir uns mal angucken und auch mal probieren. Das ist ein schönes, tiefes Rubinrot, was wir hier sehen. Vielleicht ein Tick heller als der Cabernet, den wir gestern hatten. Aber eine sehr schöne Farbe. Sehr dunkel. Klassisch. Die Nase ist ganz anders als beim Cabernet. Hier merkt man den Mavrut. Der klassische Mavrut, der da durchkommt. Weniger der Merlot, obwohl der Merlot eigentlich die Mehrheit stellt hier. Aber das ist eine, würde man sagen, man merkt es schon, in Richtung Pflaumen gehendes Aroma, was typisch ist für Mavrut. Der setzt sich dann fort. Und ganz auf der Zunge merkt man dann das Wechselspiel zwischen den beiden Sorten. Auf der einen Seite der elegante, weiche, sanfte Merlot. Auf der anderen Seite der etwas stärkere, man kann fast sagen, charaktervollere Mavrut. Das ist ein perfektes Gegenspiel, ein perfektes Duo mit Kontrapunkten dazwischen. Das ist sehr lebendig. Die beiden ergänzen sich fantastisch. So weich und sanft der Merlot ist, so rau ist der Mavrut. Deshalb wird er auch sehr selten alleine als alleinige Sorte angebaut, ausgebaut. Wegen des sehr hohen Tanningehaltes. Aber zusammen mit Merlot, das ist ein gutes Paar. Das ist wirklich ein gutes Paar. Nein, das ist wirklich eine Synergie, die man also nicht so oft trifft, wenn zwei so gegensätzliche Partner aufeinandertreffen. Das geht ja in der Ehe auch meist nicht gut. Aber hier in dem Wein ist das schon eine gute Ergänzung. Nein, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, intensiver Wein mit einem langen Abgang, sehr fruchtig, tanninhaltig, 13,5% Alkohol, hat es auch in sich, zum Jahr 2009 aus dem Hause Telisch aus Nordbulgarien, aus der Donauebene bei Pleven. Kostet bei uns 6,90, genau wie der Cabernet Sauvignon. Vielleicht ein paar Worte grundsätzlich zum Wein aus Bulgarien. Bulgarien, wissen wir alle, ist
nicht gerade auf Rosen gebettet, obwohl sie da ein großes Rosental haben mit Rosenanbau für Rosenöle, aber im übertragenen Sinne ist das sicherlich kein reiches Land. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum auch mittelpreisige Weine diese fantastische Qualität haben. Denn das ist alles handgelesen. Das gilt nicht nur für Rumänien, für Bulgarien, auch für Rumänien und Georgien. Da wird keine Maschine, keine Erntemaschine durch die Bestände gejagt. Nein, das ist alles handgelesen, handverlesen. Und das ist etwas, was sich in dem Preissegment, also in dem Segment zwischen, sagen wir mal, 7 und 8 Euro, zwischen 6 und 8 Euro in Westeuropa eigentlich niemand mehr leisten kann. Und das ist einer der Gründe, warum diese Weine aus Osteuropa doch so eine Renaissance erleben, was die Qualität angeht. Das ist echte Handarbeit. Das macht man heute bei hochpreisigen Bordeaux noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem, weiß nicht, 7 € teuren Roussillon nicht die Maschine geerntet hat. Mit allen Blättern und was da noch dazugehört. Und deshalb kommt da diese reine Traube raus. Da ist wirklich kein störender Faktor. Das ist ausgereiftes Traubengut. Das ist gute Kellertechnik. Das ist gute Erntetechnik. Und auch vom Anbau her wissen die Leute auch, was sie machen. Das sind ja keine Amateure dort. Das sind ja alles Großbetriebe mit hochqualifizierten Agronomen und Önologen und Kellermeistern und was alles dazugehört. Das sind echte Profis. Naja, dieser Mavrout ist wirklich ein guter Tropfen. Kann ich nur weiterempfehlen. Ist wirklich ein interessantes Paar. Ein Paar, das sehr gegensätzlich ist, was auf der anderen Seite sich aber auch sehr schön ergänzt. Nein, wirklich, das ist was. Okay, das war Bulgarien, Cabernet und Mavrout. Wir haben noch zwei bulgarische Weine, zwei Cuvées. Die werden noch ein bisschen warten. Das sind unsere Spitzenweine von Castrarubra. Nächste Woche schalten wir uns mal ein, live aus Moskau, zur Präsentation von zwei georgischen Weinen von Kareba aus Kachetien, von denen einer gerade soeben in Brüssel bei dem internationalen Concours de Vin de Bruxelles die Goldmedaille gewonnen hat. Das wird auch was Schönes. Also, alles Gute, schönes Wochenende, genießt die Zeit, genießt Pfingsten, gutes Essen und gutes Trinken sollte dazugehören. Ein guter Wein ist sicherlich ein fester Bestandteil eines guten Wochenends, Wochenendmahls. Also, bis dahin alles Gute und wir sehen uns nächste Woche aus Moskau. Danke, tschüss.